Bereits 19 Bundesstaaten abgespalten. US Army verstärkt ihre Truppen. Warnung aus dem Weißen Haus an die westlichen Streitkräfte und die Florida Alliance. Der seit 3 Jahren amtierende Präsident verspricht, den Aufstand umgehend niederzuschlagen. Wenn Sie was brauchen, sagen Sie es mir. Dass in Amerika ein gewaltiger Bürgerkrieg tobt, ist euch schon bewusst, oder? Wir halten uns da raus. Ist das Beste, was man tun kann bei den Nachrichten. Bürger und Bürgerinnen von Amerika. Die sogenannten westlichen Streitkräfte aus Texas und Kalifornien mussten durch die US Army eine schwere Niederlage einstecken. Mr. President, bedauern Sie eigentlich die Luftangriffe auf amerikanische Bürger? Die ziehen weiter nach Washington, D.C. Dann müssen wir da auch hin. Die erschießen da jeden Journalisten auf der Stelle. Mein Instinkt sagt mir, da wartet der sichere Tod. Immer wenn ich ein Kriegsgebiet überlebt hatte, habe ich eine Warnung nach Hause geschickt. Lasst euch in sowas nicht reinziehen. Nun stecken wir mittendrin. Ich glaube, es handelt sich um ein Missverständnis. Was? Wir sind Amerikaner, okay? Okay. Und was für Amerikaner? Wisst ihr nicht? Juli. Die westlichen Streitkräfte erreichen das Weiße Haus. Oh mein Gott. Steig ein, verdammter Wall! Steig ein! Halt dich da raus. Nein, ich halte mich da nicht raus. Eine Nation unter Gott. Unteilbar. Mit Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Gott schütze Amerika.